Hallo Leute, hier bin ich. Und wie kommen Sie aber ausgerechnet darauf, dass ich fahren soll? Ich meine, Vinny ist der Treiber, ne? Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Vinny! Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Okay, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen. Wenn du Zweiter wirst, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Sehr zuversichtlich. Naja, ich glaube nicht daran. Solltest du besser hin. Die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Oh, oh. Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ajo? Ja, ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Harke ist. Komm, das packen wir doch bestimmt. Jetzt haben wir ein spaßiges... Ja, ich weiß nicht. Soll ich bei einfach bleiben? Nee, ich versuch mal normal. Und Schäden an. Oh mein Gott, ich werde mich selbst dafür hassen. Jetzt haben wir hier Mafia Kart. Was, einer ist schon ausgeschieden. Das ging ja aber schnell. Platz da. Naja, der Ausgeschiedene ist wohl der Sabotierte. Wow, gut abgebremst, ey. Alter, da hinten steht sogar. Alter, Blende Duniel. Nein. Das fängt ja gut an. Naja, die fahren auch ein bisschen Kraut und Rüben zusammen. So, abgefahren. Hey! Mach Platz für den Vini! Ihr Schweinehunde! Porco Canaglia! Oh mein Gott. Das erinnert mich ein bisschen an Need for Speed 3. Also das erste Hot Pursuit, wo man dann wirklich so peinlich genau fahren musste. Und einmal daneben gefahren könnte schon auch sein. Na toll, jetzt bin ich hier neben der Leitplanke. Muss das sein? Oh mein Gott, ich bin Letzter. Nee, Moment, das Rennen überspringen? Nein, ich will eigentlich direkt hier weitermachen. Ich will hier nochmal anfangen, verdammt. Falsche Richtung, ja, mach Sachen. Ich glaube nicht, dass ich die Nummer eingeholt krieg, aber wenn ich ja keine Möglichkeit habe, jetzt schon ein Spiel neu zu laden oder einen Kontrollpunkt irgendwie zu holen. Haribo macht Kinder und Frauen froh. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Kids and Grown-Ups love it so. Hey, was geht ab? Ja, gleich der Reifen, ne? Wieso muss auch der Fahrer des Dons ausfallen? Oh mein Gott. Ich bin so weit hinten, keine Ahnung, ob ich überhaupt noch eine Chance habe. Vielleicht macht ja einer von denen dann gleich mal einen Unfall. Aber es würde mir auch nicht viel bringen. Aber ich finde es auf jeden Fall schon eigentlich eine spaßige Idee, da jetzt auch noch so ein Rennspiel reinzubringen. Also das haben sie gut gemacht. Oh. Nein. Also hier kann man schon einen guten Scheiß zusammenfahren. Wenn ich doch wenigstens mal wieder einen sehen würde von denen. Ah ne, die rauschen hier einfach so durch. Immer diese vorprogrammierte Streckenführung.
Was war denn das jetzt bitte? Sagen wir, es war Taktik. Und irgendwie mit Schäden ist da jetzt aber nicht viel. So. Na, die Zeit ist ein bisschen besser als das letzte Mal, denke ich, aber... Naja. Schlinger doch nicht so rum. Tunnel, soll das sowas wie Dunlop sein? Schon Runde 3. Ich würde das ja zu gern gewinnen. Sicherheit schnell, Safety first. Oh, da sind die anderen. Also zumindest zum Arschende von der Schlange. Vorwärts! Hätte ich dann doch noch eine Chance? Aber am liebsten hätte ich das Rennen schon neu gestartet. Ich weiß nicht. Ich versuch's einfach mal. Wird bestimmt eine extra lange Folge mit viel Fails. Ja, ich sah eben wieder einen Wagen auf der Karte. So, da müsste ich doch jetzt vielleicht ein, zwei überholen können. Hoffentlich. Warum? Da vorne, ich sehe sie. Ich habe keine Ahnung, ob das noch was werden kann. Aber ich hole ja scheinbar ein bisschen auf. Ja, genau so weiterfahren. Wunderbar. Habba, habba, habba. Los, hol sie dir, Jim. Vinny muss fahren. Da vorne sehe ich schon ein rotes Hinterteil. So. Dreck. Dreck. Ich will doch nur den da kriegen. Na. Dafür fahre ich nur leider viel zu schlecht. Vroom, vroom. Mission accomplished. Nee, noch nicht. Schön wär's. Ach, Dreck. Muss ich hier jetzt hier den Verdreher kriegen? Oh mein Gott. Tirrellia. Nicht... Keine Werbung, verdammt. Wo ist er denn, der Rote? Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Nee, ich glaube, das kann eigentlich nichts mehr werden. So, super umgelenkt. Ja, wenn ich jetzt noch nicht mal mehr an hinten an die Spitze dran komme. Ja, an die Spitze, ja, ans Ende von der Schlange. Ich meine, so wie es aussieht, kann man das Rennen wohl auch überspringen, weil es wohl jetzt nicht so wichtig ist, dass man das selbst fährt. Ja, letzte Runde. Da ist er, der Rote. Wenn ich ja zumindest den nochmal überholen könnte, dann wäre ich ein gemachter Mann, ne? Oder so. Wäre ja immerhin wenigstens toll, wenn ich den noch kriegen würde. Ich fahre jetzt auch schon besser wie vorher, aber naja.
Es reißt nicht mehr viel. Sagte ich eben, ich fahr besser. Das war's dann wohl. Werden nicht beendet. Ach, doch, neuer Versuch. Ist gut, Leute. Also wenn ich es wirklich nicht packe, stelle ich halt die Schwierigkeit runter, aber ja. Ich will mich ja ein bisschen der Herausforderung stellen. Ich denke, wenn man einmal vorne ist, nicht so viele Fehler beim Fahren macht, dann kann man auch nicht rausfliegen groß, aber das ist halt die Kunst, die Schwierigkeit. Die Kurigkeit, die Schwunst. Na, noch bin ich vorne, noch bin ich vorne. Puh, der ist jetzt nur 5 Runden lang, ne? So. Aber man muss ja auch unbedingt als Erster dann durchkommen, hieß es ja, weil sonst ist das Geld ja futsch. Weil die haben ja gewettet. Scheiße! Nein, du bleibst hinter mir! So. Vorbei am Aribo sein. Vorwärts! So ein bisschen Bleifuß, aber hier runter. Nicht in die Vegetation fahren. Nicht ins Gemüse donnern. Puh, nein. Puh. Abgefangen. Yeah. Also das finde ich jetzt doch aber schon cool, dass sie da quasi so ein Rennspiel eingebaut haben ins Spiel. Sorgt für ein bisschen Abwechslung. Auch wenn man so eigentlich immer ganz auffahren muss in der Stadt. Aber in der Stadt rast man halt in der Regel nicht so schnell wie jetzt hier. So, hier abbremsen, nicht zu hart lenken. Ah, und wieder auf die Tube drücken. Puh, also bis hierhin ist es schon mal gut. Wenn ich jetzt keinen Unfall baue oder so und keine zu großen Verwurstelungen mache, habe ich den Sieg so gut wie in der Tasche. Hey, ich habe die anderen auch ein bisschen abgehängt. Wow. Ich kann es halt doch irgendwie noch. Ich habe ja früher immer das 40 Spots Driving auf dem Computer gespielt. Gab es auch auf dem Amiga. Es war toll, weil man sich da auch die Strecken selbst zusammenbasteln konnte. Aber da konnte man immer nur maximal einen gegnerischen Fahrer dabei haben. Da gab es also entweder nur gewinnen oder verlieren. Da gab es keine ersten, zweiten, dritten, vierten Plätze. Oh, ich hoffe, der Don bedankt sich dann auch ordentlich beim Vinny. So ein Abend im Separé halt, aber nicht mit dem Don. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Scheiße, da hinten kommt er schon. Du bleibst hinter mir. Wow. Immerhin, das bisschen Schaden nehme ich in Kauf, wenn ich den ein bisschen abhängen kann wieder damit. Hat er mich sogar noch angeschubst. Nein, nein, nein. Nein, hör auf, bleib mir weg. Ich bin hier der Boss. Lasse den Wings Auspuff in Ruhe. Puh. Der Don freut sich bestimmt schon und kaut auf seiner Zigarre rum, vor lauter Ekstase. Nom, 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 nom. Dass der liebe Winnie Tommy das noch packt. Der Tom Winnie. Winnie Thompson. Genau, das wäre okay. Winnie Thompson. Aber nicht Tom. So. Puh. Wieder ein bisschen gut gemacht. Was aber nicht heißt, dass ich mir unbedingt nochmal so einen Crash oder einen Verschwurbler gönnen will. Gut, gut, gut. Gib Gas, lieber Winnie. Vincenzo Tomanzone. So, hier vorsichtig, weil hier kann man leicht hüpfen.
Ja, und das Gemüse. Auf das Gemüse Acht geben. Ganz vorsichtig fahren. Yes. Und jetzt wieder Zeit gut machen. Das sieht doch schnieke aus. Also ich kann es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich wurde geboren, um es zu schaffen. Ich wurde bereit geboren, es zu schaffen. I was born ready to try. Hallo, ihr Giftfiguren da oben. Gut. Und da jubeln sie. Die 10 Zuschauer, die da in der Tribüne hocken. Langsam, langsam. Oh, ich bin etwas zu schnell. So. Immer diese scharfen Kurven. Und dabei schmecken sie noch nicht mal nach Chili. So, Gas geben, Bleifuß. Put the pedal to the metal. So. Daniel, Fluente, Safety fast. Sicherheit schnell. Ja. Nein. Oh. Puh, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber er dürft gar nicht mal nah rankommen. Ich hab's ja schon fast gepackt. Los, Winnie. Jetzt wieder Bleifuß. Mein Kopfhörer ist verrutscht. Scheiße, warum kommt denn da jetzt hier so nah? Fährt er die Stelle wesentlich besser als ich? Oder? Weg mit dir! Die Rennstrecke gehört mir! Babsack. Bleibst du mir weg? Krabbel jemand anders in das Heck. In den Kofferraum. So. Oh, das wird jetzt spannend. Letzte Runde. Bitte keine Fuck-ups. Und zum Beispiel da vorne, da neige ich ja dazu. So. Gut, erste Hürde gepackt. Wetten, der andere Fahrer, bei dem sie den Wagen sabotiert haben, das war einer von den Morellos. Und die haben dann kurzerhand den Arm unseres Fahrers gebrochen und haben nicht damit gerechnet, dass der böse Winnie sie wieder mal in die Pfanne haut. Genauso wie bei der Schießerei, ne? Da kommt mir wieder zu nahe, der Typ. Nein! Nein, das darf es nicht gewesen sein. Nein, Leute! Nein. Ey, das wäre jetzt wirklich übel. Und der Wagen zieht wieder nicht richtig. So. Ich war Erster. Verdammte Scheiße. Nein. Das wollte ich extra schnell machen, damit ich hier gut durchkomme. Mann, der fährt auch mitten auf der Straße daheim. Oh, das gibt's doch nicht, wegen diesem kleinen Fehler, jetzt kurz vorm Ziel. Das gibt's doch nicht. Ah, ihr habt's gesehen, ich hätte das eigentlich fast gepackt. Du bist Dritter, ja, ist okay, aber... Aber jetzt stelle ich es mal auf einfach. Ihr habt es ja gesehen jetzt, wie es ungefähr geht, ne? So. Gut. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wie das dann auf extrem klappen soll. Weil ich kann mir ja vorstellen, dass sie dann sehr, sehr streckengenau fahren. So. Draco Malfoy ist auch da.
Geh doch zurück nach Harry Potteringen. Zu Harald Töpfer. Oder zum haarigen Töpfer. Aber es war ja deutlich zu sehen, dass man das hier eigentlich gut packen kann. So. Nein. Puh. Glück gehabt. So, hier habe ich viel Platz zum Umlenken. Immer voll ausnutzen. So, Runde 2. Auf der Tribüne nichts Neues. Aber ich habe einen guten Vorsprung im Moment. Und darf ich nur nicht wieder so vermasseln. Schrumpfen lassen. Die Taste immer leicht antippen zum Lenken. So, hier kann ich wieder gut umlenken. Nein! Ach, verdammte Scheiße! So viel zum Vorsprung. Die Stelle ist eine der heikelsten, finde ich irgendwie. Aber vor allem, weil da der Wald ist. Riesende Botanik überall um uns herum. So. Vorsichtig umlenken, vorsichtig umlenken, vorsichtig umlenken. Und hier genau das Gleiche. Super. Ja, die animierten Typen da oben. Wir haben 3 Frames oder so. Wir wollen es ja auch mit der Grafik nicht übertreiben. Diese Kurve kann man bestimmt irgendwie besser fahren, aber ich bin da nicht der Typ für. Draco, 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 Draco. Gut. Hoffentlich passiert mir nicht einfach wieder was in der 4. Runde. Wenn doch, würde ich dann einfach mal einen Cut machen und würde da weitermachen, wenn ich das Rennen dann gepackt habe. Und den Rest rausschneiden zwischendrin. Ah, komm schon. Der Assi kommt schon wieder von hinten angefahren. Ah! Na warte, dich krieg ich. In deinem flitzenden Shishkebab. Ich meine, es ist ja Runde 3. Da kann ich ja noch was rausholen. Hol ihn dir! Winnie, 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 Winnie. Hier könnt ihr jetzt vorbeiziehen, weil ich da immer so ein paar Probleme habe. Aha, fuck. Das ist nicht gut. Aber ich hänge ja noch an ihrem dran.
Es wäre toll, wenn die gegnerischen Fahrer auch Fehler machen würden. Aber nein, die haben nur ihre Pilotenmützen auf und fahren hier ihre Kurven. Komm, den muss ich doch jetzt holen. Jetzt, auf der längeren Geraden hier. Ach, so ein Penner. Aber mich hat's nicht viel aus der Bahn geworfen. Yes! So, nicht in die Botanik fahren. Ich sagte doch nicht. Gottverdammt. Gottverdammt, was war denn das? Hä? Okay, ich schneide hier. Willkommen zurück, Leute! Ah, wer gewinnt? Was denkt ihr? Könnte Vini gewinnen? Könnte Vini erst nochmal Scheiße fahren? Ist Vini egal, Vini hat riesigen Vorsprung, wie ihr seht. Vini ist richtig gut gefahren. Und da vorne ist Vinis Ziel. Oh, oh. Neuer Rekord! Puh. Und sogar den Rekord hier, die besten Rundenzeiten geschlagen, ne? Gut! Ha! I win! I win! Da sollen uns bestimmt die Beine gebrochen werden. Danke für den Donut! Danke für den Suppenkelch! Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Der Vini natürlich. Ah, ihr seid alles Maden. Ah, die Nachmittagsgesellschaft. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Klar jetzt doch. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Jetzt eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Ich hab schon Typen erschossen. Die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Oh. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Ja, ja, schon läuft's mit den Frauen. Wie sexistisch von der Frau. So, aber hier mache ich jetzt mal einen Schnitt. Es geht demnächst bald weiter hier bei Mafia. Bis bald.